Nach Ansicht des CDU-Spitzenpolitikers Norbert Röttgen sollten die Unionsparteien in Betracht ziehen, künftig allein eine Minderheitsregierung zu bilden. In einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Röttgen: "Ich halte eine Minderheitsregierung für eine Option, die wir unbedingt bedenken sollten, sie ist nicht die schlechteste." Zur Begründung sagte der CDU-Politiker: "Eine Minderheitsregierung ermögliche eine ganz andere Form der Politikgestaltung, die das Parlament ins Zentrum rücke. Mehr Parlament wagen, könnte die Devise sein", sagte der langjährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Mit seiner Sichtweise weicht Röttgen von der Ansicht vieler Unionsabgeordneter ab, die befürchten, dass eine nur tolerierte Regierung politische Instabilität nach sich zieht. Nach Ansicht von Röttgen kann eine Minderheitsregierung der Politikverdrossenheit vieler Bürger entgegenwirken, da sie eine völlig neue Wettbewerbssituation schaffe. Bei unterschiedlichen Themen würden sich die gesellschaftlichen Mehrheiten viel stärker durchsetzen als bei einer großen Koalition, sagte Röttgen. Und weiter: "Ein neuer Bundestag würde dann vielleicht zu einer restriktiveren Flüchtlingspolitik kommen, aber zu einer Legalisierung von Cannabis. Politik würde so wieder spannender und offener und die Demokratie beleben." Röttgen hob hervor: "Eine Minderheitsregierung ist gewissermaßen das Anziehmodell zur Großen Koalition. Einer Neuauflage der Großen Koalition steht Röttgen ablehnend gegenüber, eine Große Koalition ist sicher keine Wunschkonstellation. Große Koalitionen galten in der Vergangenheit zu Recht als Ausnahmen, auch weil sie das Prinzip von Regierung und starker Opposition aushebeln." Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, ist anderer Meinung, seiner Ansicht nach sei eine Große Koalition wünschenswert. Die Chancen würden für eine Neuauflage steigen. "Ich sehe die Bereitschaft von vielen in der SPD, die ursprünglich beschlossene Entscheidung zur Disposition zu stellen", sagte Günther der Deutschen Presseagentur. Er begrüße die Bereitschaft der Sozialdemokraten, ihre Haltung zu überprüfen. "Neuwahlen sind die schlechteste aller Varianten, denn das wäre jedes Signal an die Wähler, ihr habt falsch gewählt. Das Wahlergebnis sei Auftrag, eine handlungsfähige Regierung für die nächsten 4 Jahre zu bilden", sagte Günther. "Da meine Wunschkonstellation Jamaika auf Bundesebene offenkundig nicht zu realisieren ist, sollte die Union sich offen zeigen für Gespräche mit der SPD über eine Große Koalition." Günther stellte sich klar hinter Parteichefin Angela Merkel: "Sie ist in der CDU unangefochten und wird selbstverständlich auch Kanzlerin bleiben." Die SPD hatte unmittelbar nach ihrem Absturz bei der Bundestagswahl auf 20,5% eine Große Koalition ausgeschlossen und dies Anfang der Woche bekräftigt. Seitdem ist in der Partei aber eine heftige Debatte entbrannt. Am Freitag hatte SPD-Chef Martin Schulz angekündigt, die Parteimitglieder über eine mögliche Regierungsbeteiligung abstimmen zu lassen.